Und hier seht ihr, wie wir aus einem verwinkelten Dachschrägenbad eine Wohlfühloase geschaffen haben. Hier haben wir eine besondere Badewanne verbaut. Diese Badewanne hat einen ganz schmalen Rand. Durch diesen schmalen Rand bekommen wir in diesen Bereichen eine sehr filigrane Kante. Wir haben die Fliese hier auf Gehrung geschnitten, sodass wir einen sauberen Übergang haben. Zudem hat dieser schmale Rand den Vorteil, dass der Duschschlauch nicht am Wannenrand eingeknickt ist. Die Wanne haben wir von der Wand ein Stück nach vorne gesetzt, damit wir durch diese Dachschräge in diesem Bereich etwas mehr Kopffreiheit haben, denn der Bauherr und die Bauherrin sind recht groß. Zudem konnten wir in diesem Bereich der Wanne eine kleine Ablage schaffen und in diesem Bereich eine kleine Nische. Dieser Bereich ist vorgebaut worden, damit wir die Unterputzteile der Armatur in die Wand integrieren konnten. Wir haben es ganz bewusst nicht durchgezogen, um mit dieser Nische und der Nischenbeleuchtung in diesem Bereich etwas mehr Spannung erzeugen zu können. Die Gestaltung dieses WC-Bereiches stellte uns vor eine besondere Herausforderung, denn die Wand hinter dem Spülkasten ist eigentlich schräg. Wir wollten aber in diesem Bereich eine gerade Linie schaffen. Somit haben wir diese Wand vorgebaut und im rechten Winkel zu dieser Wand gestellt. Jetzt fällt es nicht mehr auf, dass die Grundwand hinten dran schräg ist. Zudem haben wir dieses WC exakt ins Fugenkreuz der Fliese gestellt und in diesem Bereich durch eine beleuchtete Nische Atmosphäre geschaffen. Manchmal ist es nicht möglich, eine bodengleiche Dusche, also auf einem Niveau, hinzubekommen. Dann muss man ein Podest bauen. Das haben wir hier auch machen müssen, aber es ist wunderschön geworden. Man hat hier nur ein kleines Podest von 10-11 cm. Damit kann man leben, aber es war technisch nicht anders möglich. Ich zeige euch mal den Duschbereich, weil den haben wir mit ganz großen Fliesen wieder bearbeitet und es sieht einfach wunderschön aus. Der Duschbereich ist wunderschön groß geworden mit ganz, ganz großen Fliesen. 1,20 Meter konnten wir das wieder darstellen. Wirkt wunderschön und sehr ruhig. In dem Bereich haben wir noch eine super schöne Nische eingebaut, sodass man einfach hier sein Duschgel abstellen kann und sein Abzieher. Den kann man hier schön aufhängen, dann kann der auch schön trocknen. Ab hier startet das Gefälle hin zur Rinne. Im hinteren Bereich ist die Rinne selbst und da haben wir auch die Abdeckung gefliest, dass sie kaum auffällt. Also gerade mal so eine Schattenfuge, wo das Wasser reinläuft. Große Staufläche im Bad ist extrem wichtig. Hier haben wir einen großen Schrank in eine Trockenbauwand integriert, die enorme Staufläche bietet. Wir haben hier bei dieser Gestaltung aus der Not eine Tugend gemacht. Die Wand hinter dem WC war extrem schräg. Die Wand an der Tür ist auch schräg. Hier ist kein Winkel, kein rechter Winkel irgendwas vorhanden gewesen. Deswegen haben wir es etwas entschärft, indem wir hier diese Trockenbauwand geschaffen haben und in diesen Hohlraum dieser Trockenbauwand diesen Schrank integriert haben. Somit haben wir gestalterisch einen Raum geschaffen, der quasi in den Raum am besten integriert worden ist. Und wenn man in diesen Raum hineinkommt, ist durch diese Wand das WC verdeckt. Eine wunderschöne italienische Tapete, die dem Bad wirklich Charakter gibt. Mega Eigenschaften, kratzfest und wasserfest. In dem Bereich haben wir sie jetzt hier hinten am Waschtisch platziert. Und diesen Charakter haben wir in dieser kleinen beleuchteten Nische aufgegriffen. Und diese Tapete gibt in diesem wundervoll hellen, sandfarben gestalteten Bad diesem Bad das gewisse Etwas. Eine große Waschtischanlage mit viel Staufläche, einem integrierten großen Spiegel, rundet dieses Bad ab. Die Fliesen wurden im Vorfeld so eingeplant, dass sie mit der Oberkante des Waschtisches abschließen. Eine Staufläche neben dem Waschtisch mit integriertem Unterschrank, eine Ablage für kleine Utensilien und ein großer Spiegel an der Wand, hinter der sich die Dusche befindet. Eine pfiffige Lösung, wie man in einem Bad eine Waschtischanlage integrieren kann. Und die wundervolle Tapete rundet den Bereich hier ab und gibt dem Bereich ein wunderbares Wohlfühlklima. Auch hier haben wir alle Außenkanten auf Gehrung geschnitten. Wunderschön, also keine störenden Edelstahl- oder Plastikschienen, nein. Wie der Handwerkskunst von Genova & Bauer, alles schön auf Gehrung.
Die Beleuchtung in der Dusche haben wir so gestaltet, dass dieser komplette Duschraum ausgeleuchtet wird. Eine Besonderheit, was man hier oben sieht, ist, dass wir die Leuchten so angeordnet haben, dass wir fast keinen Schattenwurf von der Regenbrause auf den Boden haben. Deswegen haben wir die Leuchten etwas weiter nach vorne gesetzt. Das Gesamtbild der Beleuchtung in diesem Bad wird abgerundet durch die einzelnen beleuchteten Nischen, durch die angeleuchtete Tapete, das Grundlicht und durch das Licht oberhalb des WC, welches die WC-Nische ausleuchtet. Also ich habe mich vom ersten Moment an sehr gut aufgehoben gefühlt. Ganz spannend fand ich das mit der Kamera, dass ich durch diese Brille schauen konnte und konnte im Prinzip die Tür aufmachen und dann habe ich das Bad schon vor mir gesehen. Fand ich ganz toll. Wie war das so das erste Gefühl, als Sie so in Ihrem Bad stehen, ohne dass Ihr Bad tatsächlich noch gebaut war? Ja, das war schon komisch. Wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, wie man so irgendwie durch eine Tür gelaufen ist und über eine Schwelle gegangen ist, die gar nicht da war. Also das war schon irgendwie komisch, aber ich habe mich da super aufgehoben gefühlt. Und wie war das visuell für Sie? Hat das, was Sie in der VR-Brille gesehen haben, zu 100% hier auch wieder wiedergespiegelt? Ja, definitiv. Als das Bad nachher fertig war, habe ich wirklich gedacht, ja, genau so wie das durch die Brille war, durch die Brille gesehen, so war es dann fertig, ja. Wie würden Sie jetzt den Qualitätsanspruch gerade bei dem Bad jetzt so einwerten? Gibt es irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, boah, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut wird? Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, genau das Gegenteil? Das Gegenteil auf keinen Fall. Also es ist eigentlich super. Also ich habe es gehofft, dass es so ist, dass es so wird, wie es durch die Brille war, ja. Und das ist es ja geworden. Ja, durch das Licht und so wirkt natürlich alles noch besser, noch schöner. Das war ja durch die Brille eben jetzt nicht so zu sehen. Natürlich, wenn man seine Sachen dann hinstellt, ist es natürlich dann noch vollkommener. In der Durchführung haben Sie da irgendwelche Schwierigkeiten erlebt, dass Handwerker nicht gekommen sind oder irgendwas nicht geklappt hat? War das alles reibungslos von Ihrer Seite? Ja, also kann ich eigentlich so sagen. Auch die Menschen, die hier gearbeitet haben, super. Die sind alle freundlich gewesen, sauber. War nicht irgendwo, dass hier eine Dreckspur hinterlassen wurde oder so. Wenn, dann wurde es sofort weggemacht. Ganz toll. Ich habe mich sehr gefreut, also mit der Firma Jane Hofer und Bauer zusammenarbeiten oder dass die das für mich ausführen durften. Oder dass ich die gefunden habe, sagen wir es mal so. Ja. Würden Sie sagen, dass dieses Bad Ihnen auch in 20 Jahren noch gefallen ja. würde? Ja, definitiv. Würden Sie Jane Hofer und Bauer empfehlen? Ja, definitiv. Dankeschön. Ja, sehr gerne.